ist das vierte Mal, wo ich jetzt dabei bin, und es ist einfach Tradition. Macht einfach Spaß. Muss man dabei sein, egal was für Wetter. Das Feeling ist einfach cool, weil alle Leute von überall herkommen. Das macht mega viel Spaß. Die Leute ticken alle gleich. Also super. Ein bisschen gargen, wie der Oberfranke sagt. Ein bisschen gucken, ein bisschen informieren, neue Technik angucken, neue Motorräder angucken. Das ganze Event ist einfach geil. Das ist super. Zum 19. Mal findet diese Motorradsternfahrt hier nach Kulmbach statt. Wir sind sehr dankbar, dass die von der Stadt, vom Landkreis, von der Kulmbacher Brauerei nachhaltig unterstützt wird und natürlich hier von der bayerischen Polizei auch großartig organisiert wird. Wir wollen das Thema Verkehrssicherheit in den Vordergrund rücken und zu Beginn der neuen Motorradfahrersaison auch in diesem Jahr darauf hinweisen, Motorradfahrer müssen besser aufpassen und alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen auch die Motorradfahrer besser aufpassen. Und gute Vorsätze natürlich, dass man die Saison ruhig angeht. Vielleicht ein Fahrsicherheitstraining macht, würde ich jedem empfehlen. Ja, wir wollen den Motorradfahrern natürlich schon auch mitgeben, dass sie sich dementsprechend wieder vorbereiten. Sie haben jetzt ein halbes Jahr Pause gemacht. Der Fahrer sollte nicht wieder an dem anknüpfen, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Das kann er nämlich gar nicht, sondern er muss sich erst einmal wieder in das Motorradfahren reinfinden. Motorradfahren ist eine tolle Sache, aber sie darf eben nicht zum ständigen Lebensrisiko werden.